Der Fokus in der Gin-Welt geht immer mehr und mehr dahin, mehr Gewürze und noch exklusivere, ausgewähltere Kräuter zu finden. Sogenannte Botanicals. Je mehr Botanicals, desto interessanter der Gin. Wir wollen back to the roots in der Mordistillerie. Wir sind dahinter, dass wir nach und nach immer mehr Flächen rund um Kolbermoor anbauen mit dem sogenannten Juniperus communis Wacholder, um daraus den Nachschub unseres Gins zu garantieren. Nach der Ernte des Wacholders wird dieser getrocknet und anschließend in Weizenfeinkorndestillat eingelegt und sozusagen mazeriert. Und nach der Mazeration kommt er in die Brennblase, wir destillieren hier unter Vakuum und nach der Destillation setzen wir das ganze Destillat auf Trinkstärke. Wir haben beim Mordgin 42,5% Alkoholvolumen. Nach dem Ausmischen auf die Trinkstärke geben wir dem Gin 3 Wochen Zeit, sich zu beruhigen. Nach den 3 Wochen füllen wir ab. Wir haben hierfür einen Vakuumfüller der Marke Kugler neu aufgebaut und restaurieren lassen, um wie damals, wie mein Großvater damals schon Gin hergestellt hat, wieder auf gleicher Basis den Gin abzufüllen. Nach der Abfüllung werden die Flaschen mit einem Naturkorken verschlossen und etikettiert. Das Besondere an den Etiketten ist, dass die Losnummer per Hand angebracht wird. Zum Schluss wird der Mordgin in die Mordgin-Dose gepackt und für den Versand vorbereitet. Fertig ist der Mordgin.